Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Der andere steht schon davor, der wandelt um und greift zweimal an, sind acht. Ja, zwei sind Oppe. Ja. Oh Junge, ich zieh dir die ersten zwei ab. Die drei und die eins zieh ich dir ab. Decker ist tot. Der ist tot. Zustand tot. Und Objekt. Also kriege ich drei Treffer, nehme ich an. Nee, ich ziehe dir sogar noch einen ab. Die 14 ziehe ich dir auch noch ab. Weil der eine, der sowieso schon an dir dran stand, der hätte umgewandelt. Das heißt, die 20, kein Patzer, weil Dämon, 7, 5, 1. Die 1 gucke ich mir nochmal an. 20, nicht bestätigt, sind drei Treffer. Die bleiben wahrscheinlich alle aus dem Kleben, ne? Ja, wenn Sie sie lernen es einfach nicht. maximal Die sechs Schaden machen, sind sind sie. maximal dumm. Gut, dann ist Rafim fertig. Die Rosenzweige sind dran. Aber mir. Okay, wolltest du mich vorziehen? Okay, aber. Sodomin darf vorziehen, ja klar. Will anscheinend nicht. Weiß ich nicht. Doch, hat sie eben gesagt, so. Ja, nee, ich gehe hin. Nein. Da ist ja die Wand. Ist da die Wand im Weg? Du musst außen rum. Okay, dann schauen wir mal, wie weit ist Stopp, das? warte, warte, warte. Nein, nein, warte. Geh erstmal zur Wand, den zieh ich dir ab. Du tockst erstmal gegen die Wand. Das ist eine Aktion. Okay. Böser Blick zu Abel mir. Ja, ich weiß ja nicht, dass er da war. So, nächste Aktion. Ich glaube, es macht keinen Du Sinn, kannst außen weiter. Dann ist rumzugehen. Abel mir dran. Du kannst es später machen, Abel mir. Ja. Ich sehe, dass Sulamin gerade vor mir steht und dann würde ich mich zu Diamant begeben. Du kannst dir auch mal sagen, da ist eine Wand oder so. Hilf mir Hab ich doch aber mal. nicht. Sei doch mal nett, Alter. Und ich greif den wie auch diesen roten Zweigling an, den mit Diamant gerade beschäftigt ist. Ja. Oder die Wand mal verschwinden lassen. Nein, aber mir schiebt das am Ende auf den Buschruf und sagt, er weiß von nix. Also im Prinzip, wenn der Rosenzweigling hätte dann Diamantes noch 6 SP gemacht. Wand rettet euch gleich. Ja, also ich ist gut, dass die da steht. Och, Answon tut mir echt leid, ne? Reißt gerade seine Axt nach oben und dann plötzlich so eine riesige Steinplatte. Das ist ja egal. Alle haben gesehen, dass ich ihn umgebracht habe. Ich so daher, ich werde lachend und jaulend von meinen Vorahnen, von meinen Urahnen empfangen werden im Nachleben. Ich bin zufrieden. Ich würde zwar angreifen. Und du zweifelst Rafims Königswürde nicht mehr an. Also ich glaube, das wäre sonst konsequent. Richtig, mittlerweile bin ich mir unglaublich sicher, dass er unwürdig ist. Außerdem wärst du wärst jetzt auch im Blutrausch, ne? Nein, ich habe die Proben hier geschafft. Ach so. Also ich meine, ich würde sagen, statt hinzufallen, gehe ich in den Blutrausch. Da würde ich mitmachen, aber sofort. Aber da mir jetzt die Decke auf den Kopf fällt. Schaden, Abelmir. Ach so. Ja, der hat halt angegriffen. Gut, dann reicht das dann. Ist doch ja, gut. Aber ist er nicht vor dem Angriff noch dran, wenn er vorzieht? Ja, genau, das kommen die 6 Punkte nicht durch. Genau, okay. Ja, und vor den anderen ziehe ich dann nochmal vor und trete dann nochmal zweimal das ist drauf. Noch Das ist ja sogar noch ein zweiter. Hier. Zweiter wäre nicht geschafft. Schaden, einmal. Ja, das reicht auch. Achso, ne, der fetzt da. Zustand, tot. Und er zerblüht. Dann Rafim ist durch, Diamantis ist durch, der Buschruf ist tot. Zudammen. Eine Aktion hast du noch. Ich weiche freie Aktionen von der Wand zurück und würde die eine Aktion für eine Magiekundeprobe benutzen, um zu kapieren, was da eigentlich los ist. Mhm. Dann würfel mal. Ist aber eine plus 5 oder so. Dämonologie? Ja, nein? Nee, es ist ja keine Dämonologie. Wer hätte der Buschruf gezaubert, dann vielleicht mal so nein. Ja, ich dachte nur, weil sie es wahrscheinlich auf den Buschruf zurückführt, aber klar ist es ja, nicht. Ja, aber nein. Okay. Reicht aber. Dann weiß ich das für die nächste Kampfrunde. Freie Schritte noch oder so? Du hast ja 4, 5 Schritte hast du noch. Ja, dann bewege ich mich da so in die Richtung neben Rafin. Nächste Kampfrunde, die Rosenzweiglinge. Ich würde wieder vorziehen, aber. Junge. Dann bist du ich fertig. Ich bin so froh, mich mit diesen unfähigen Rosenzweiglingen nicht abgeben zu müssen. Mit einem lauten Knirschen könnt ihr sehen, wie die Steinplatte sich mit einem urgewaltigen Gewicht nach unten bröckelt. Achtung! Baumfeld! König!
Dann realisiere ich erst, dass Hanswun da unten steht. Hanswun, weg da! Und die Steinplatte geht hernieder. Ich nehme auch hier alle Rosenzweiglinge weg. Ja, vermutlich eher das ist ja sowieso Quatsch. Vermutlich eher ein Haufen aus einzelnen Steinen, aber der Effekt ist derselbe. Mit viel Staub blickt ihr euch um. Ihr habt Niobaras Orbitarium zerstört, aber es ist von Dämonen befreit. Es riecht nach metallischem Blut, nach Schwefel und nach Rosen. Aber ihr habt es geschafft. Von oben könnt ihr das kleine Gesicht von Beutax erkennen, was doch auch reichlich staubig nach unten guckt. Aber ihr habt überlebt. Nur Hanswun ist gestorben. Was hast du getan? Ich habe den Himmel auf den Dämon geworfen. Du hast Hanswun getötet. Was? Nein, Hanswun! Oh nein, er lag da. Was habe ich getan? Das kann doch nicht wahr sein. Vielleicht können wir ihm noch helfen. Ist die Flatter echt? Natürlich ist sie echt. Ich bin doch kein Illusionsmagier. Oh weh, das wusste ich nicht, hätte ich das gewusst. Ich dachte... Nein, wartet, ich komme runter. Vielleicht können wir ihm noch helfen. Das sieht schon ziemlich... Aber der ist tot, da ist nicht viel übrig geblieben. Ja, Tulamin läuft dir entgegen und legt dir den Arm um die Schulter. Du konntest das nicht wissen. Du dachtest, da wäre nur der Dämon. Ja, aber trotzdem, es war mein Fehler. Ich hätte besser aufpassen müssen. Oh je. Ich würde mich natürlich daran machen, Hanswun aus dem Geröll beziehungsweise dem Ganzen da rauszuziehen. Es ist mein letzter Wille, dass er meine Leiche nicht ausgraben kann. Ja, warte, Boltax, ich helfe dir. Ach, verdammte Scheiße, was ist das? Ja, eine Wand. Ja. Du musst draußen rumgehen. Ach, ja. Ich würde, nachdem ich meine Menschenkenntnisprobe nicht geschafft habe, mich zu Zulamin unterbeugen und sagen, der hatte eh so einen rebellischen Blick. Ist nicht schade drum. Du weißt ganz genau, Rafim, wenn er das überleben würde, auf welcher Weise auch immer, wäre es ihm geboten, dich bei nächster Gelegenheit herauszufordern, ob er will oder nicht. Das ist richtig, aber es ist ziemlich unpassend, das jetzt zu sagen. Vielleicht sollte dies deine Entscheidung, ob du ihn herausholen willst, beeinflussen. Und Hanswun war erst 13, aber seine Körperkraft war trotzdem maximal ekelhaft. 13, aber doppelt so hohe Körperkraft. Ja, also 99 kannst du auch nicht denken. Rafim steht da sehr kräftig an der Seite, tut aber nichts Produktives, außer sich zu Zulamin runterzubeugen. Also Zulamin guckt dich etwas schiel an und meint dann, vielleicht solltest du das Boltax lieber nicht sagen. Er nimmt sich das sehr zu Herzen, weißt du? Ach, das ist doch gar nicht schlimm. Als wir eure Stadt erobert haben, sind 10 oder so gestorben. 3 von denen fand ich sogar ganz nett. Ja, aber nicht doch unsere Schuld. Och, meine Güte. Und komm schon, sag etwas, Oh, nein, ich krieg ihn nicht raus, Diamantis. Rafim, wir brauchen deine Hilfe, wir kriegen die Platte nicht hoch. Ich gehe in einem sehr gemächlichen und entspannten Schritt da herüber, blicke erst die Platte an. Ja, die sind schwer aus. Ja, hilfst du uns auch? Mit der schweren Platte, meint ihr jetzt? Zweifelsohne damit. Oh. Zulamin hilft, aber das wird nicht viel bewirken. Ja, so steht ihr um den Brunnen herum, eingestürzt, die Decke runtergekommen, noch einige Späne. Oder runde Gerätschaften, die das merkwürdige Konstrukt oben gehalten haben. Noch einige Kugeln, die herunterbaumeln und einiges Wasser, was unter euren Füßen herumtropft. Der merkwürdige Gestank der verblühten Rosen, das Schwefel und die Überreste von Hanswun. Bei dem letzten Drücken und Ziehen von Rafim kriegt ihr die Platte tatsächlich nicht hoch. Ihr wisst nicht genau, was da passiert ist, aber... Irgendwie haben sich wahrscheinlich dann noch einige metallene Drähte so ineinander verflochten, verbogen, dass das Anheben gerade einfach nicht möglich ist. Was wollt ihr tun? Nun, Hanswun, es tut mir leid. Mögest du in die Galerie deiner Ahnen eingehen? Du hast gut gekämpft und der König ist stolz auf dich. Er und ich auch.
mir wirklich leid. Ja, Boltox ist ja auch nicht schlimm. Doch, natürlich. Nein, er ist ja beim Kämpfen gestorben, also wie er es gewollt hätte. Da hast du nicht unrecht. Stell dir mal vor, er wäre 17 Jahre alt geworden und wäre wie ein alter Mann im Bett gestorben. Ein das kann ich Schicksal. Mir, das kann ich mir bei Anzfun ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich mir auch nicht. Na, vielleicht war es wirklich der Tod, den er sich gewünscht hat. Siehst du, Boltax. Herr Sulamin, wollt ihr diese Platte einsegnen? Ich könnte einen Grabsegen sprechen, wenn ihr... Denkt ihr, es wäre angemessen? Ja, aber das sollte Raffi machen, als dein König. Ja, ich würde das auch machen. Allerdings scheint meine... Naja, so, ich habe ehrlich gesagt alles verbraucht, was ich habe. Von Fell wächst einem halt nicht einfach so. Das kostet schon ziemlich viel göttliche Kraft. Na gut, in dem Fall ist es wohl in Ordnung, wenn Sulamin das macht. Gut. Ihr habt ja auch schon ein paar Worte gesagt. Und unter den Umständen, wo er zu Tode gekommen ist, ein Grabsegen, denke ich, angemessen. Gut, lasst ihr mich nur kurz raussuchen. Bekomme ich es mit meiner Körperkraft hin, zumindest die Axt da rauszureißen? Nein. Ja, mit deiner Körperkraft schon. Aber die wird sowieso dann demnächst kaputt gehen. Ja, der Plan ist, die danach da einfach wieder in den Stein zu hauen. Kann man aus den verbrochenen Drähten vielleicht so eine Art Bohrerkreuz bilden, bauen? Das sind ja schon irgendwelche Kupfer- oder Messingstäbe, also nein, sei denn du hast eine Körperkraft von 10er Quali hier. Okay, nee, klasse, sind so dünnere Stäbe. Nö, die müssen ja schon das ganze Orbitarium da tragen. Also okay. Körperkraft kannst du gerne würfeln, kannst du gerne versuchen. Nee, das brauchen wir nicht. Gut, dann würfel ich schon mal. Und zwar besteht die plus 3 noch? Ja. Gut, dann weiter nichts, weil es ist nur Grad 1 der Segen. Ja, gar kein Problem. Also Sulamin kniet sich vor die Grabplatte. Naja, Grabplatte hin. Ich denke, sie nimmt Boltax bei der Hand, denn er ist ja sozusagen der, der am meisten trauert. Spricht dann die Worte über den Ort des Unglückes. Herr Boron, Unausweichlicher, ich empfehle dir Anzwun an. Er ging von uns und wir, die zurückbleiben, wissen nicht, in welches Paradies nun ja, er Einlass finden wird. Denn sein Glaube unterschied sich sehr von dem unseren. Trotzdem, haltet bitte eure schützende Hand über ihn. Boron, Golgari, türmt seine sterbliche Hülle ab, auf dass ihr kein Unheil widerfahre. Und möge Golgari seine Seele zu Rheton führen. Schaut Boltax an. Tut mir leid, das war jetzt etwas improvisiert, aber... Nein, alles gut. Ich glaube, anders hätte er sich's auch nicht gewünscht. Kurz und knackig. Das war Anzwon. Ja, und er starb im Augenblick des Sieges. Er muss sehr glücklich gewesen sein. Ich bin dessen überzeugt. Er hat einen gefährlichen Gegner bezwungen. Hier wird er gut ruhen und in sein Paradies einkehren, dessen bin ich mir sicher. Nun, wir sollten uns jetzt aber diesem Turm widmen. Wir haben ihn unter hohen Kosten erkämpft. Dann sollten wir schauen, was wir hier finden. Ich glaube, oben waren die Bücher, oder? Ja, ich meine, oben waren Regale, das stimmt. Ja, dann schaue ich mir doch diese Schlafzimmer an. Vielleicht kann man da ja was plündern und ihr schaut euch das Buchzeug an. Ja, alles klar. Dann lasst uns nach oben gehen. So. Dank,
Denkt daran, es könnten immer noch gefährliche Gegenstände sich hier irgendwo verbergen. Ja, guter Punkt. Und Rafim, denkt an unsere Abmachung, wenn wir uns wiedersehen mit dem Quinzlinger. Wenn ihr hier unten bleibt und wir nach oben gehen. Ja, ich krieg das schon hin. Gut. Gut, dann könnt ihr das Ganze untersuchen. Ich brauche wieder eine Sternkundeprobe. Das Observatorium ist zerstört. Die 7 Erleichterung bekommt ihr nicht mehr. 50 Sterne brauche ich. Das ist gar nicht so viel, aber mir. Warum bist du nicht so gut? Ja, schlägt die Würfel. Gut, dann haben wir einen von dir und 7 sind sagenhafte 8 Punkte. Möchtest du Zulamin beisteuern? Kannst du? Ich denke nicht, dass ich Sternkunde habe. Ich könnte vielleicht mit Deuten der Zeichen oder so. Lass mich mal schauen. Tja. Sternkunde ist nicht aktiviert, nee. Nee. Also Deuten der Zeichen, ich würde es dir gerne erlauben, aber es macht nicht so viel Sinn. Okay. Gut, dann nach einer Stunde seid ihr noch nicht schlauer als zuvor. Ihr habt zwar ein paar Aufzeichnungen gefunden, und zwar von Sternenbildern und auch die kryptische Bedeutung Yerkesh. Da ist wohl irgendeine Karte, die das Ganze in Sternensymbolen identifiziert, aber ihr wisst noch nicht genau, wo Yerkesh liegen soll. Und Yerkesh. Es gibt eine weitere Aufzeichnung von Donation, die ihr finden könnt. Wer findet sie? Wahrscheinlich ich, weil ich die höhere Sternkunde hatte. Genau, ist jetzt unabhängig von der Sternkundeprobe, aber ich gestehe dir einfach zu, dass du zwischen den Trümmern, die oben von dem Tisch noch übrig geblieben sind, als Answohn, die diesen mit den Rosenlingen drauf zertrümmert hat, das ist das Letzte, was du noch bergen konntest. Oh, schaut mal, wenn sich das Marder mal verdunkelt und sich der Söldner mit der Stute vermählt, vom Himmel der Sand der Goa regnet und das Leuchtfeuer des Wassers alles überstrahlt. Dann wird sich enthüllen der wahre Erbe, der das Zeichen der Schlange trägt. Und er wird das zurückbringen, was vergessen wurde, Erkenntnis, Wissen und die Macht zur Auferstehung. Nun. Das sind Sternbilder, nicht wahr? Der Söldner und die Stute. Ich könnte mir vorstellen, dass mit dem Söldner der Wandelstern Chor gemeint ist und, mit der Stute, das wisst ihr ja sicherlich, das Sternbild der Raja. Ja, ich würde aber auch, das ist fast das Einzige, was ich verstanden habe. Ja, die Gor sagt mir etwas, aber... Himmel der Sand der Gor, es gibt nur eine größere Stadt an ihr von der Gor, so Ankopal. Im Himmel der Sand der Gor regnet. Ich weiß leider nicht, in welche Richtung die Sandstürme gewöhnlich ziehen. Ankopal ist eine grüne Oase. Aber es könnte sein. Leuchtendes Wasser. Ein Leuchtturm vielleicht. Vielleicht etwas im Meer. Gab es nicht den Feuerschlick? Leuchtet der nicht auch? Ja, das stimmt. Ein guter Gedanke, Abelmir. Und das Zeichen der Schlange, das würde zu Hesinde passen. Der Feuerschlick wird anlässlich eines hohen Hesinde-Feiertages verzehrt. Das stimmt. Aber der Feuerschlick ist doch nur, wird nur in Elborum geerntet, oder? Nun, in Elborum und der näheren Umgebung. Es ist weit weg von Agua. Da habt ihr recht, Elborum ist zu weit weg für Sandstürme aus der Goa. Aber der wahre Erbe könnte sich auf diese seltsame Linie der Magiergrafen beziehen. Sie sind ja nicht wirklich miteinander verwandt, wie wir nun wissen, aber... Naja, vermutlich muss ich dann umso mehr enthüllen, wer des Erbes würdig ist. Schaut einmal diese merkwürdige Zeichnung hier an. Da ist etwas. Ja, da haben wir die Stute und der Säbel steht sicher für den Söldner. Nun, das wäre zumindest denkbar.
Nun, wir haben auch eine Schlange, aber die Schlange soll ja wohl nicht am Himmel sein, sondern irgendwie den Erben offenbaren. Ah, ich bin nicht, ich finde es nicht gut, dass jemand als Zeichen eines Reptils trägt. Es könnte auch einfach nur heißen, dass er besonders klug ist, oder? Möglich, möglich. Oder ein Sinnegeweihter. Ja, das wäre möglich. Ich bin immer noch verwirrt, was diese Zeichen hier angeht. Schaut einmal, die stehen da doch bestimmt nicht einfach so. Sieht aus, als hätte das jemand an den Rand gekritzelt. Sind das vielleicht Koordinaten? Und auf jeden Fall Zahlen. Vielleicht sogar Berechnungen. Aber mir, ihr seid doch so gut in Mathe. Kann mir darauf keine Reime machen. Wenn wir nicht wissen, auf was sie es bezieht, diese Zahlen, dann... Denkt ihr, es wäre jetzt sicher, um Magistra Kohlraub dazu zu holen? Ich denke fast ja. Gut, dann, wenn ihr bleiben wollt, dann sammle ich Rafim auf und wir holen sie. Sehr gut, sehr gut. Ich schaue mich derweil einmal nach den Büchern um. Vielleicht gibt es hier noch das ein oder andere interessante, vielleicht sogar magische Buch. Wer weiß das schon? Es scheint ja ein wichtiger Ort gewesen zu sein. Was ist dort oben, wo ja, der Verstorbene gewütet hat? Oh, da waren zwei Rosenlinge. Er hat den ganzen Schreibtisch platt gehauen. Glaube ich. Dort irgendwelche Bücher? Das weiß ich nicht. Wir waren gerade erst oben. Ich habe das Mehl verteilt und, naja, dann hat er draufgehauen. Ich habe noch nicht nachgesehen und jetzt ist da vermutlich alles kaputt. Na gut. Lass uns erstmal hier gucken, wie lange dieses Gebäude noch steht. Ach, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Es ist von einem Erzelementar gebaut. Nun ja, ich mache mir schon Sorgen, wenn ein großes, klaffendes Loch in der Mitte ist. Ihr habt nicht viel Ahnung von Baukunst, oder? Nein. Das ist nicht gut. Unterirdisch schon, ja. Es ist niemals gut, ein großes, rundes Loch inmitten eines Bauwerks nun ja, zu schlagen. Was ist mit den vielen Kuppeln von diesen Preios-Tempeln? Haben die nicht auch große Löcher oben? Nun ja, sie sind statisch genau berechnet. Aber sie haben Löcher. Ja, statisch genau ausgemessen. Ja, und ich habe das auch genau ausgemessen. Sie haben Verschlussstein. Ach, ihr versteht davon gar nichts. Nein, warum braucht man denn einen Verschlussstein, wenn das ganze Gebäude aus der Erde entwachsen das ist? Das würde jetzt zu lange dauern, um euch das zu erklären, wie Statik funktioniert. Rafim kann dann eure Magistra holen und ihr könnt die nächsten Stunden das Ganze weiter untersuchen. Welche Bücher finden wir denn? Ja, jede Stunde könnt ihr eine weitere Sternenkundeprobe ablegen und Magister Kohlrab wird euch helfen. Als Q6 Magierin hat sie natürlich auch Sternkunde. Dementsprechend mit einer Q6 steht sie zur Verfügung. Wissen, Handwerk 16, 16, 16 mit THW 15. Alter. Dann fehlen da 4 und 3 sind 7, sind nur 8. Ich bringe wieder die 7 ein. Ja, 8 und 18 sind 16 und 7 sind 25, ne? Dann habt ihr die Hälfte schon mal geschafft. Aber mir 5 sind 30. Wenn ich mich jetzt nicht recht verrechnet habe. Im Verlaufe der nächsten Stunde könnt ihr nicht nur weiter versuchen, den Aufenthaltsort von Jerkesh zu bestimmen. Ihr findet weitere Bücher, zahlreiche weitere Bücher. Jerkesh, Jerkesh, Jerkesh. Unter anderem Astrale Geheimnisse, das Standardwerk der Astrologie und Sternkunde, mit Niobaras Thesis eines Analys und eine detaillierte Hinweise auf den Chrononautos und den Chronoklasses. Zusätzlich den Folianten, so wird er genannt, oder aber Niobaras sternkundliche Tafeln, von ihr selbst verfasst. Und nach verdichten sich nicht nur die Hinweise darauf, dass Niobara diesen Turm gewirkt hat, sondern auch, dass der Magier Graf von Eders sein eigenes dazu beigetragen hat. Ich überlege gerade, was ich für eine Probe haben möchte.
Keine Ahnung, vielleicht ist es vielleicht keine Probe wert, oder? Klugheit, doch, doch. Also ich hätte 14 über. Ja, Sulamin? Kann ich machen. Also Sulamin ist zwar nicht so wahnsinnig hilfreich, aber sie sitzt gespannt daneben und hört sich alles an, was die Magier da so vor sich hin murmeln. Nein, reicht nicht. Ihr findet tatsächlich Briefe von Niobara an den Magiergrafen und umgekehrt und später in einem großen Wust. Diese Briefe werden sehr eindeutig irgendwann und irgendwann hören diese Briefe auf und es sind dann einfach nur noch Tagebucheinträge vorhanden, die sowohl von Niobara als auch von Terelion geschrieben worden sind. Und die weisen auch darauf hin, dass Niobara schwanger war. Nun, er hat wohl nicht gelogen. Ich bin auch nicht mal überzeugt. Lass uns doch mal die Handschriften vergleichen von, nun ja, diesem Brief und ihrem Folianten. Nun, von mir aus. Sehen die gleich aus? Also muss ich eine Probe führen? Keine Ahnung. Das kannst du so herleiten, ja. Die ist identisch. Scheint wohl ihre Handschrift zu sein.